Was hast du gerade auf deiner Stricknadel? Ich tatsächlich gar nicht so viel, aber dennoch habe ich heute so einiges Wolliges, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Also, mach's dir mit deinem Handarbeitsprojekt bequem, schnapp dir ein Tässchen Kaffee und wir starten. Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadine, ich bin das Gesicht hinter Schibotgarne, eure Anlaufstelle für handgefärbte Wolle und mehr. Und da hier so viele neue Gesichter mittlerweile sind, ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich, dass auch du dabei bist. Normalerweise ist es so, dass jeden Tag Samstag eine neue Episode, ein Strickpodcast online ist, den du dir anschauen kannst. Und ich versuche auch jeden Mittwoch ein weiteres strickbezogenes Video. Es könnte ein Tutorial sein oder ein Strickvlog, dass das jeden Mittwoch online geht. Und immer über alles, was ich spreche, findest du dann auch Verlinkungen unten in den Shownotes. Das ist die Infobox da unter dem Video. Da kannst du auf Mehr klicken. Dann ploppt die sich auf. Dann findest du Links zu meinem Shop, zur Anmeldung des Newsletters. Sehr wichtig. Zu Ravelry, um meine ganzen Projekte nachzulesen. Und über was ich sonst noch so sprechen werde. Ja, und es ist der Anfang von einem neuen Monat. Februar hat gestartet. Und wie ihr in der letzten Episode gesehen habt, ich habe im Januar 6 Paar Socken angeschlagen und 6 Paar Socken beendet. Und jetzt gucken wir mal, was aktuell noch so auf meinen Nadeln ist. Denn ein paar Projekte in Arbeit hatte ich noch, altlastenmäßig. Und es sind auch, ich glaube, 2 neue Projekte hinzugekommen. Und dann habe ich auch noch ein paar Pläne, was ich so im Februar stricken möchte oder zumindest anfangen möchte. Ich beginne mit einem alten WIP, einem alten Projekt, das ich auf den Nadeln habe. Und zwar zu unserem Le Pouf Karl. Ich habe meinen Le Pouf schon länger nicht mehr in die Kamera gehalten. Wir stricken hier gemeinsam auf diesem Kanal zusammen, also nicht auf dem Kanal, sondern ihr strickt natürlich zu Hause bei euch den Le Pouf von Hedgehog Fibers. Da gibt es Anleitungen für eine Cardigan-Variante und eine Pullover-Variante. Den Cardigan habe ich aktuell an. Das war die erste Version, die ich gestrickt habe, und zwar mit ganz schön viel Halloween-Wolle. Ich stehe einmal schnell auf. Das ist die Cardigan-Variante. Ich habe hier 8 verschiedene Färbungen eingebaut und das Ganze dann faden lassen, indem ich immer Farbe A plus A, dann Farbe A plus B, dann Farbe B plus B, dann Farbe B plus C und so weiter doppelt gehalten habe. Und man strickt das Ganze mit Garn in Sockenwollstärke. Und damit auch wirklich jeder bei diesem Knit-Along mitmachen kann, auch diejenigen, die Angst vor englischsprachigen Anleitungen haben, verlinke ich glaube, ich muss hier hinzeigen, verlinke ich hier oben einmal eine Playlist speziell zum Le Pouf. Und da gibt es auch eine 6-teilige Reihe, in der ich wirklich genau durch die Anleitung hindurchführe, vom Anschlag bis zum Abketten. Das war also die erste Variante, die ich gestrickt habe und hat mir so gut gefallen. Es macht wirklich Spaß, hier ein bisschen mit den Farben zu experimentieren. Eignet sich natürlich auch super für Reste. Aber es gibt ja nicht nur die Cardigan-Variante, es gibt auch noch die Pullover-Variante, und die stricke ich eben für unseren Knit-Along. Und ich muss sagen, ich hatte das Projekt schon länger nicht mehr in den Händen. Deswegen müssen wir mal gemeinsam reinspitzen, wie weit ich denn eigentlich mittlerweile bin. Wir gucken mal. Na, bisschen entfutzeln. Tata, das ist mein Le Winterpuff. Das war mein Le Halloweenpuff. Und hier habe ich sehr schöne winterliche Farben. 3 verschiedene allerdings nur. Und zwar habe ich die Bündchen, stricke ich in Naturschönheit. Alles mit den Softsocks, wunderschönes weiches Garn. Faden wird doppelt gehalten. Die andere Farbe ist Antique Teacup. Und dann habe ich noch der gestiefelte Kater. Und den halte ich jetzt gerade mit Farbe A doppelt. Also A plus A, A plus B. Und dann kommt noch B plus B. Ich bin also gerade mal, gucken wir mal, wo habe ich denn die Ärmel abgeteilt?
Ja, noch nicht ganz. 10 Zentimeter vielleicht. Noch nicht ganz. Nach dem Abteilen der Ärmel. Und jetzt geht es einfach nur glatt rechts in der Runde weiter. Aber ich habe es dieses Jahr, ich glaube, ich habe vielleicht ein, zwei Runden dran gestrickt oder so, tatsächlich noch nicht angelangt. Ja, aber mein Plan ist da wieder so ein bisschen dran zu arbeiten. Und es ist ja auch super einfach, glatt rechts in der Runde zu stricken. Der Knitalong geht insgesamt 6 Monate. Wir haben im November gestartet. Das heißt, bis Ende April könnt ihr also noch mitmachen. Und glaubt mir doch, dass man diesen Faden eben doppelt hält, geht es auch wirklich flott voran. Ich weiß die Nadelstärke gerade nicht mehr auswendig, auf der ich stricke. 4 mm Nadeln geht also auch recht zügig voran. Ja, und ist wirklich ein simples, einfaches Projekt. Und ich würde sagen, es eignet sich tatsächlich auch für Einsteiger. Ne, ist ein Top-Down-Pullover. Man fängt von oben nach unten an, strickt in der Runde. Da muss am Ende nichts zusammengenäht werden. Also, wer noch Lust hat mitzumachen, einfach ran an die Wolle. Und am besten, wenn ihr dann auf Instagram ein Foto teilt, bitte einmal mich at SheBotGarnet taggen und den Hashtag LePoufCarl verwenden, denn dann kann ich euch in die Highlights packen und viel einfacher meine Liste weiterführen, wer alles beim Knitalong mitmacht. Denn Preise gibt es da nämlich auch noch, die ich allerdings gerade nicht da habe. Aber es ist eine Projekttasche, Maschenmarkierer und dann gibt es auch noch Wolle von mir. Also es lohnt sich, dabei zu sein. Aber nicht nur wegen den Preisen, sondern vor allem, weil das Stricken Spaß macht. Mein Ziel ist also, ein bisschen am Le Pouf weiter zu stricken. Wie gesagt, wenn der Knitalong jetzt noch so lange geht, dann haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich muss mich nicht stressen, aber so ein bisschen Fortschritt wäre nicht schlecht im Februar zu schaffen. Ich möchte nur nicht wirklich monogam dran stricken, sondern nur so als Side-Projekt haben, weil ich eben nicht will, dass das zu schnell zu Ende geht. Und ich kenne mich, wenn ich mich in etwas verbeiße, dann ist es wahrscheinlich in der Woche fertig und das will ich gar nicht. Deswegen, Le Pouf, der soll im Februar auf jeden Fall ein Stückchen wachsen. Das zweite Projekt, das ich euch zeigen möchte, ist ein neuer Anschlag. Ich habe euch in der letzten Episode ja nicht nur die Socken gezeigt, die ich im Januar gestrickt habe, sondern auch Wolle. Whoop, hier haben wir sie, die ich ja jetzt dann anschlagen möchte und ich habe es getan. Das hier ist der Sock Set Club, den es bei mir im Shop gab, aber auch wieder geben wird. Das ist so, man kann Mitglied werden und dann erhält man pro Quartal ein Päckchen und in diesem Päckchen ist dann für diese 3 Monate jeweils ein Sockset. Also 3 Socksets, jeweils ein 100 Gramm Strang mit einem 20 Gramm Strang und zwar auf Garnqualitäten, die ich so nicht im Shop führe. Und diese Wolle hier, die ist aus 80% Falkland und 20% Polyamid mit einer Lauflänge von 400 Metern auf 100 Gramm. Wie gesagt, ich habe 120 Gramm. Und ich habe ja ein ziemlich verrücktes Ziel, ein Jahresziel. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr Sockenstrickanleitungen entwerfen und dazu nutze ich die ganzen Clubs. Für den Januar, das Paar habe ich in der letzten Episode gezeigt und nun zeige ich euch mal, ja, was ich mir für den Februar-Club habe einfallen lassen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich versuche es mal spannend zu machen. Und tada! So weit bin ich aktuell. Ja, und ich habe mich für ein Rollbündchen und ein Zopfmuster entschlossen. Und nicht wundern, wer länger dabei ist, weiß mittlerweile, ich stricke meine Socken immer auf 3 Nadeln des Nadelspiels und nicht auf 4. Deswegen kann ich es nicht so perfekt präsentieren. Aber dieses wunderschöne Zopfmuster läuft am Oberfuß entlang. Und ja, mit diesem Rollbündchen, ich finde es total süß, die Kontrastfarbe mal ein bisschen anders zu verwenden, als wie ich es gewöhnlicherweise mache für Bündchen, Ferse und Spitze. Jetzt eben hier so eingearbeitet in das Rollbündchen. Wenn du noch nie ein Rollbündchen gestrickt hast, da ging letzten Mittwoch, ich verlinke es hier oben, ein Tutorial online und dafür habe ich genau diese Socke hier auch verwendet, um zu zeigen, wie man ein Rollbündchen strickt, ist wirklich super, super simpel und mal, ja, mal was anderes, das man ausprobieren kann. Ja, und ich hatte da jetzt eben Lust, das an die Socke dran zu machen und ich finde, es passt wirklich perfekt für die Wolle, also für die Färbung,
Wunderbar geeignet. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wo mich die Reise hinführt. Ich muss jetzt mir für die Ferse noch überlegen, wie ich die denn stricken will. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Ründchen erstmal noch am Schaft zu stricken. Und dann gucken wir mal. Ja, aber das wird auf jeden Fall mein Februar-Design. Und irgendwann mal, weil ich da jetzt schon zweimal gefragt wurde, wann es die Anleitung für den Januar-Club geben wird. Nein, die Anleitungen gibt es jetzt erstmal noch nicht. Ich sammle die mal alle und guck mal, wie ich die dann veröffentliche. Ich liebäugle mit der Idee eines Bundles, also alle Anleitungen in einem E-Book oder so in der Art, dass man ein Jahr lang für jeden Monat eine Sockenstrickanleitung hat. Aber es kommt auch wirklich darauf an, ob ich das jetzt dann so durchziehen kann und auch jeden Monat eine neue Strickanleitung entwerfe, weil das ist schon ja ein sehr hochgestecktes Ziel, würde ich behaupten. Aber ja, mit dem Design bin ich auf jeden Fall so weit glücklich und wir gucken einfach mal, wohin mich die Reise führt. Denn ja, ist noch nicht ganz fertig ausskizziert in meinem Kopf und auf Papier. Tatsächlich waren diese Februarsocken auch eher das Side-Projekt, das ich jetzt in den letzten 2 Tagen so richtig gestrickt habe. Zuvor habe ich an einem anderen Paar Socken gestrickt und die Wolle habe ich euch in der letzten Episode nämlich auch schon gezeigt. Von einem anderen Paar Socken, das ich gestrickt habe, habe ich hier von den Soft Socks in der Farbe Magical noch jede Menge übrig. Und da morgen beim Sonntags-Shop-Update eine bestimmte Färbung online gehen wird, und zwar in Kubus, tata, ja, habe ich gedacht, die muss ich gleich nochmal verwenden und beide zusammen verstricken. Und weil der Name der Färbung natürlich auch sehr valentinstagslastig ist, habe ich mich dazu entschieden, nach einer meiner eigenen Anleitungen zu stricken, und zwar den Let Me Be Your Valentine Socks. Und deswegen kann ich euch jetzt tatsächlich ganz stolz präsentieren: ein fertiges Paar Socken und ich bin verliebt in dieses Paar Socken. Ich finde es wunder, wunder, wunderschön. Mir gefällt das Zusammenspiel der Farben und die Färbung sowieso. Also, endlich habe ich mit dieser Färbung ein paar Socken gestrickt. Und das Lustige war, ich habe gedacht, dass ich die Färbung noch nie verstrickt habe. Und dann saß ich so auf meinem Sessel und vor mir liegt eine selbst gehäkelte Decke. Und während ich so stricke, schaue ich die Decke an und denke mir: Moment mal, die Farbe steckt in der Decke drin. Also habe ich sie auf jeden Fall schon mal verstrickt. Ach, vergesslich, vergesslich. Aber jetzt eben ein komplettes Projekt, wo ich mich definitiv dran erinnern kann. Und ich habe mich auch komplett an die Anleitung gehalten. Ist es, ja, ich würde sagen, auch für Sockenstrickanfänger durchaus machbar, denn so kompliziert ist dieses Kaffeebohnenmuster nämlich nicht zu stricken. Und die Anleitung führt einen, wie alle meine Anleitungen, sehr ausführlich wirklich durch alle Schritte, wie man das Bündchen strickt, den Schaft strickt, die Maschen aufteilt, die Ferse strickt, den Fuß, die Spitze etc. Ja, also vielleicht habt ihr Lust an der Anleitung oder aber auch an der Wolle. Und deswegen switchen wir ganz schnell mal zu den Shop-News und ich verrate euch, was es im morgigen Shop-Update geben wird. Das sind die 4 Schätzchen, die 4 Färbungen, die morgen online gehen werden. Und zwar haben wir hier, ich zeige es exemplarisch jetzt nur mal anhand der Merino 100% Erin, ganz einfach, weil die ganz oben lag und ich nichts unten aus dem Stapel rausziehen möchte. Das hier ist die Färbung Lovely. Ganz knallig. Die Kamera kriegt sie hinten ganz gut hin. Oh, vorne im Licht ist es etwas schwieriger, da blasst sie aus. Das ist Kiss Me. So wie da hinten sieht die aus. Ein knalliges Pink. Dann habe ich Marshmallow Fluff. Und zu guter Letzt eben Incubus. Die hat wirklich wunderschöne Farbfacetten. Ich glaube, die wird langsam zu meiner Lieblingsfärbung. Und ich bin froh, dass ich sie auch relativ pünktlich rund um den Valentinstag in den Shop bringen kann. Genau, hier jetzt eben auf der Merino 100% Erin. Aber, jetzt muss ich spitzen, ihr findet diese Wolle nicht nur auf dieser Garnqualität. Da habt ihr, ich erkläre es mal ganz kurz vielleicht, die Merino 100% Erin habt ihr 200 Meter auf 100 Gramm, ein Erin Weight Garn.
Wer sich mit Garnstärken nicht auskennt, dem verlinke ich hier oben das Video Alles, was du über Wolle wissen musst. Ja, und ist ein Single-Garn, also nicht verzwirnt und kuschelig, kuschelig weich. Ein wirklich tolles Garn, das sich für zahlreiche Projekte eignet, besonders für Mützen, so als Tipp. Genau, und dann geht das Ganze allerdings auch noch auf den Soft Socks online, habe ich jetzt eben verwendet für die Socken. Und auch auf der Sock Decay, wo ich gerade nicht weiß, wo ich sie versteckt habe. Meine neue Garnqualität eines Decay-Garns. Holen wir sie doch mal raus. Da habt ihr 225 Meter auf 100 Gramm und eignet sich für dicke Socken, aber es ist Merino-Wolle, also auch für jegliche Oberteile. Beispielsweise könnte man den Faden auch einfach halten und damit beim Lipufkal mitmachen. Das war's aber noch nicht, weil ihr alle so auf die Socksets steht und die wirklich, ich lege sie ins Regal, sie verlassen das Haus, so funktioniert es aktuell, habe ich mir gedacht, ich nehme die beiden gespeckelten Färbungen und bringe zwei neue Socksets in den Shop. Tada, diese beiden Socksets wird es morgen auch noch geben und zwar auf den Silver Glitter Bots. Jetzt sieht man es schon ein bisschen, es glitzert, es ist Glitzerwolle. Wir haben hier 75% Merino, 20% Polyamid und 5% Stellina. Und das Ganze hat 400 Meter auf 100 Gramm. Und hier haben wir eben noch einen 20 Gramm Mini als Kontrastfarbe. Hier in der Kombination Marshmallow Fluff und Lovely. Und hier haben wir Incubus gepaart mit Kiss Me. Und ich muss auch sagen, ich glaube, Kiss Me wäre bei den Socken auch so richtig geil gewesen. Aber ich habe mich für Magical entschieden, weil es bei mir schon gecaked war. Passt auch gut. Genau, also, das findet ihr alles morgen im Shop. Wenn dir das zu schnell gegangen ist, dann solltest du, wenn du es noch nicht gemacht hast, auf jeden Fall den Newsletter abonnieren. Der geht nämlich auch immer am Samstag raus, wie die YouTube-Episoden. Und der informiert dich über das Shop-Update nochmal ganz genau. Und weil es kann passieren, dass so ein Shop-Update oder ein bestimmtes Produkt mal ganz schnell ausverkauft ist, der kleine Tipp, leg dir vorher ein Kundenkonto an und wenn du den Newsletter hast, dann kriegst du direkt Links zu den Produkten, bist viel schneller dabei und kannst schnell den Checkout machen. Auf jeden Fall ein sehr valentinstagslastiges Shop-Update, würde ich sagen. Und ich bin froh, dass Kiss Me wieder im Shop ist, denn ich habe es extra mal gepaart, zusammen mit Rauchzeichen. Erinnert mich irgendwie an ein Mäuschen und mir fällt da direkt auch wieder eine neue Projektidee ein, aber ich halte mich erstmal zurück. Jetzt gehen wir nämlich zurück zu meinen Projekten. Ein einziges Projekt habe ich noch auf den Nadeln, aber genauer gesagt eigentlich auf der Häkelnadel. Und zwar meine Granny Stripes, falsch, meine Granny Squares Blanket. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie viele Quadrate ich schon habe, was ich da eigentlich mache und etc. pp. Damit ihr da mal einen Überblick bekommt, denn ich musste mich auch erstmal durch dieses Projekt durchwuseln, um zu wissen, wo bin ich eigentlich gerade. Also, ich verlinke auf jeden Fall das Projekt unten in den Shownotes, denn wie ich so ein Quadrat häkle, wie ich es umrande und wie ich die einzelnen dann zusammenfüge, all diese Links habe ich in meine Ravelry-Projektseite gepackt und vielleicht hast du auch ganz viele Sockenwollreste und Bock dir auch so eine zu stricken. Deswegen, vielleicht möchtest du da unten nachschauen. Also, was mache ich? Ich schnappe mir Reste ausschließlich von meinen Softsocks, weil ich eine kuschelige Decke haben will. Und häkle dann, ich muss mich bemühen, häkeln zu sagen, und häkle dann ganz einfache, simple Granny Squares. Wenn ich dann so eins fertig habe, schnappe ich mir Soft Socks in der Farbe Naturschönheit und umrande sie weiß. Wenn ich das gemacht habe und einige davon habe, dann füge ich immer vier zusammen und so entsteht ein Viererblock. Wenn ich davon irgendwann mal genug haben sollte, nähe ich die dann in der Reihe aneinander und wieder eine Reihe oder ich mache es
irgendwie, das weiß ich noch nicht genau, also dass ich vielleicht nur zwei zusammenfüge, dann hier noch ein Zweier dran, also von der Mitte der Decke starte und das da zusammen. Nee, ich bin mir da noch nicht sicher, denn ich bin gerade nur am Viererblöcke machen. Und wir gucken mal, wie viele ich fertig habe. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht fertig. Ich glaube, die genauen Maße stehen nochmal auf der Ravelry-Projektseite. Ich habe sie jetzt gar nicht notiert, aber ich glaube, das hier sind 25 Zentimeter und wenn ich dann zwei hätte, komme ich schon auf 50 Zentimeter in der Breite. Und mir ist wirklich aufgefallen bei meiner Berechnung, dass ich unendlich viele von diesen kleinen Quadraten hier häkeln muss. Und ich habe noch ein paar angefangene jetzt in meinem Projektbeutel, den ich hier habe. Ach, nach dem werde ich auch manchmal gefragt. Den hat mir meine Mama geschenkt. Werfe ich mal schnell rein. Ich glaube, sie hat den auf Etsy gekauft. Und haben wir irgendwo ein Label? Ich finde leider keins, aber diese Form finde ich total praktisch, wenn man so viel reinwerfen und reinquetschen muss. Genau, so sieht das Ganze aus und ich habe jetzt eben noch einige Quadrate und bin dabei, die zusammenzufügen. Und mein Februarziel ist es, und da brauche ich jetzt ein bisschen eure Hilfe, erstmal die Reste, die ich habe, zu umranden, zusammenzunähen und mir, und das ist jetzt wichtig, nicht so viele Gedanken zu machen, wie ich denn die Farben zusammenstelle, denn ich möchte es möglichst willkürlich haben. Das ist mit meiner Art zu denken ein bisschen schwierig, aber meine Überlegung ist jetzt wirklich, soll ich jetzt unendlich lange nur Viererblöcke machen oder soll ich nicht doch schon das Zusammennähen anfangen, so für ja, für ein Erfolgserlebnis und mir weniger Gedanken darüber machen, wie viele ich brauche, wann ich, naja, wann jetzt nicht, aber wie ich dann die Reihen gestalte. Soll ich schon anfangen mit dem Zusammennähen und erstmal aufhören, die Reste zu verhäkeln, sondern das Ding hier ja, langsam zu einer Decke zu gestalten? Was meint ihr? Was soll ich machen? Ich möchte auf jeden Fall im Februar ein bisschen Fortschritt daran sehen, denn ja, eine Decke ist ein Langzeitprojekt, aber ob ich jetzt wirklich wieder Jahre verschwenden will wie an meine anderen Decken, weiß ich nicht. Eigentlich möchte ich schon, dass es ja vielleicht nächstes Jahr fertig wird. Und deswegen muss ich mir da irgendwie Gedanken machen, wie ich es schaffe, dass ich ein bisschen mehr Freude daran habe und die dann auch eben zusammenfügen. Also jetzt nur acht Viererblocks ist ein bisschen wenig. Ich brauche wirklich viel, viel mehr. Könnt ihr gerne wirklich mal auf die Ravelry-Projektseite sein. Ich glaube, es war irgendwas mit, dass ich über 300 von diesen kleinen Dingern brauche. So viele Reste habe ich ja gar nicht. Die sollen alle verschieden sein. Ihr wisst, ganz viele verschiedene Färbungen müssen da rein. Ja, ich habe da jetzt momentan so einen leichten Struggle, wie ich vorgehen soll. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich das ein bisschen sinnvoller gestalten kann. Oder dass es macht mir Freude, das nicht, aber ein bisschen mehr, ja, ein Fortschritt, ein Erfolgserlebnis gibt. Nichtsdestotrotz, ich habe wirklich Spaß an diesem Projekt und werde jetzt mal weitermachen. Aber Input von euch fände ich ganz, ganz toll. Ich habe jetzt speziell für diese Episode die Granny Squares Decke wieder hervorgekramt und versucht, mir einen Überblick zu verschaffen und auch die Seite auf Ravelry eben abzudaten. Und es ist ja ein Resteprojekt und bei der Gelegenheit bin ich dann über andere Reste gestolpert. Und da brauche ich jetzt dann wirklich eure Hilfe. Und zwar ist von meinem Halloween-Cardigan, von meinem Le Halloween-Puff, eine Menge Wolle übrig geblieben. Dieses ganze Körbchen hier, das sind die ganzen Reste von diesem Cardigan. Und da sind jetzt wirklich eure Ideen gefragt. Ich habe die Wolle hier mal gewogen, um zu wissen, wie viel Wolle ich hier insgesamt habe. Also, es sind die Soft Socks, Fingering Weight Garn, und ich habe 281 Gramm. Wenn ich jetzt so an meine vergangenen Pullover-Projekte denke, dann ist das noch ein ganzer Pullover oder ein ganzes Oberteil für mich. Es sind ja über 1000 Meter Wolle. Ich brauche immer so um die 1200 Meter.
kommt hin, 1100 irgendwas ist es. Also es wäre auf jeden Fall noch ein Oberteil. Aber ich habe ja schon genau mit diesen Farben ein Oberteil. Deswegen bin ich so ein bisschen am Überlegen, mit was ich das Ganze kombinieren könnte. Vielleicht mit einem Mohairfaden doppelt halten. Wäre gar nicht mal so schlecht die Idee. Oder aber auch immer zwei, drei Fäden vielleicht sogar miteinander halten und was, ja, voluminöseres stricken, frisst es dann so viel mehr Wolle. Oh, ich war auch schon auf Projektsuche und ich möchte eigentlich jetzt nicht noch mal das gleiche stricken. Es soll irgendwie anders werden und ich komme auf keine gute Idee. Vor allem, ich habe ja auch schon die Wolle, also hierfür verwendet und dann auch noch mal Granny Squares gehäkelt. Also die ist schon zweimal verwendet, aber ich habe trotzdem noch so viel übrig. Ich will auch keine Socken draus stricken. Ich will, glaube ich, ein Oberteil. Habt ihr vielleicht eine Idee für ein spezielles Projekt? Also nicht nur mach ein Cardigan, sondern habt ihr vielleicht eine Anleitung im Hinterkopf, wie man. Ja, ich weiß nicht, es sind wirklich unterschiedlich große. Ich würde sagen, hier habe ich noch 50, hier vielleicht eher nur 15 Gramm übrig. Also es sind die unterschiedlichsten Mengen noch übrig von diesen 8 Färbungen. Und ich möchte es irgendwie in ein schönes Projekt reinkriegen. Es soll harmonisch ausschauen und ich komme irgendwie auf nichts, wo ich sage, oh ja, das ist es. Also falls ihr vielleicht eine Idee habt, bitte her damit unten in die Kommentare, denn ja, mein eigentliches Ziel ist es, damit im Februar zumindest ein Projekt anzuschlagen. Ich bin mir sicher, ihr kennt das Problem mit den Resten. Mir macht es ja Spaß, mit Resten zu stricken, aber manchmal fehlt es einem ein bisschen an Kreativität. Und ja, das sind nicht die einzigen Reste, die ich rausgekramt habe. Ich habe da noch was. Diese Schale hier voller kleiner Mini-Bällchen, die alle so um die 2 Gramm wiegen. Ja, die habe ich auch noch. Die sind übrig von meinem Adventsprojekt. Da habe ich aus dem Schiebgarne Adventskalender letzten Jahres, also erst vor 2 Monaten, diesen Brioche-Kaul hier gestrickt. Eine Seite. Und die andere Seite. Ja, ein wunderschöner, kuscheliger Kaul, den ich wirklich sehr, sehr mag, ist auf den Silberglitterbots, der glitzert also auch. Die Wolle gibt es nicht mehr, es war Adventskalender. Und auf jeden Fall sind mir da halt pro Farbe ungefähr so 2 Gramm übrig geblieben. Das heißt, ich habe hier 2 mal 24, also 48 Gramm Wolle übrig. Und mein Gehirn rattert extrem. Ich habe eigentlich ja meine Überlegung, dass ich daraus Scrappy Socks mache. Das hat nämlich jemand anders gemacht auf Instagram mit den Resten des Adventskalenders. Und die sehen wirklich, wirklich toll aus. Aber ich will keine Socken machen. Ich will doch irgendetwas anderes machen, denn dann müsste ich wieder eine Hauptfarbe dazu nehmen. Und ich will eigentlich die Reste verwerten, ohne einen neuen Strang anzufangen. Ihr versteht, ich will ja da nicht wieder einen Rest produzieren. Ja, deswegen. Also ich habe schon ein paar Ideen. Ich überlege gerade, ich glaube, das ist dann das nächste Mittwochsvideo. Ja, ich glaube, ich mache ein Video dazu mit Strickideen für ganz kleine Wollreste, was man denn aus sowas machen kann. Und ja, dann würde ich eher sagen, das ist meine Wochenaufgabe, ein Projekt daraus zu stricken. 48 Gramm sind schnell verstrickt. Das ist meine Wochenaufgabe. Ich möchte euch in der nächsten Episode ein fertiges Projekt mit dieser Wolle präsentieren. Ja, Deal? Machen wir das so? Das machen wir so. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen guten Plan für die nächste Woche schon. Ihr werdet also ein Video hier finden für Strickideen, vielleicht auch Häkelideen, für so ganz kleine Wollreste. Und ja, dann seht ihr am nächsten Samstag, was ich denn aus meinen Mini-Restchen hier gemacht habe. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und nun wünsche ich noch einen wunderschönen Restsamstag oder, wenn ihr die Episode irgendwann anders seht, natürlich einen wunderschönen Tag und eine strickreiche, entspannte Woche. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.